Georg Stefan Troller, berühmt geworden als Dokumentarist in seinem Pariser Büro. Hunderte von Menschen hat er porträtiert. Wer ist er selbst? Woher kommt der Zwang, Menschen zu porträtieren? Sein Leben in Stichworten. Geboren in Wien 1921 als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Nur mit unglaublichem Glück entkommt er mit 16, 17 Jahren den Nazis. Amerika nimmt ihn auf. Die schmerzvolle Erfahrung, die Heimat zu verlieren. Als amerikanischer Soldat kommt Troller zurück nach Europa. Mehr zufällig nach dem Krieg, Rundfunkreporter in Paris. Als das Fernsehen kommt, ist er der richtige Mann am richtigen Ort. Er erfindet das Pariser Journal. Dann vielfach preisgekrönter Dokumentarist für das ZDF. Bis heute. Über 100 Filme, fast immer Porträts. Über sich selbst sagt Troller, er sehe überall aus wie ein Ausländer. Er, der Österreicher aus jüdischer Familie, der einen amerikanischen Pass besitzt, in Paris wohnt und sich dem deutschen Kulturraum zugehörig fühlt. Auch mit weit über 70 Jahren porträtiert er immer noch Menschen. Begegnung im Knast. Welche Wirkung kann so ein Film haben? Ach, ich glaube eh nicht an so eine besondere Wirkung unserer Filme. Ich glaube, dass man immer ein, zwei Menschen beeinflussen kann, in Richtung Verständnis oder Menschlichkeit oder Toleranz oder so. Ja? Aber im Großen und Ganzen, vor allem in unserer Zeit des Massenangebotes, sind Wirkungen von Filmen doch sehr gering. Aber ich glaube, ein Verständnis zu kriegen für die Motivationen von Strafgefangenen, nämlich, dass eigentlich jeder von uns auf diese oder jene Art da landen könnte, das scheint mir wichtig zu sein. Um es noch ein bisschen zuzuspitzen, die Mörder wollen ja eigentlich so ein bisschen Unglück in der Welt verhindern. Kann man denn etwas machen gegen das Unglück in der Welt mit den Filmen oder ist das im Prinzip im tiefsten sinnlos, wenn man... Man muss daran glauben und ich kriege ja doch eine Menge Briefe und bekam früher viel mehr, wo Leute mir sagten, dass dieser Film sie besonders angesprochen hätte oder gar ihr Leben verändert hätte und so. Und ich glaube schon, dass das möglich ist bei gewissen Individuen, die eine innerliche Bereitschaft zu dieser inneren Veränderung haben. Und darum geht es ja in unseren Filmen, die Fähigkeit, sich zu verändern und zuzulernen, etwas Neues zu begreifen auf der Welt. Und dazu sind solche Filme gut. Und wenn solch ein Film bei 5 oder 10 Menschen etwas bewirkt hat, ist das ungefähr das meiste, was man erreichen kann. Und im Übrigen rauscht das vorüber. Sie haben viel zusammengearbeitet, immer mit denselben Leuten, dem Kameramann Karl-Franz Hutterer, der Kötterin Elfi Kreiter. Einige andere waren auch dabei, aber die beiden, mit denen haben Sie hauptsächlich zusammengearbeitet. Was bedeutet Ihnen denn das Teamwork, das Team beim Filmemachen? Das ist überhaupt das Schönste an der ganzen Sache. War für mich immer das Schönste. Nicht allein stehen zu müssen, auch weil man ja nie den Mut hat, diese Fragen zu stellen, wenn man nicht das Team hinter sich weiß. Aber auch, dass man nicht verlassen ist, nicht Gott verlassen ist auf dieser Welt. Sondern dass da andere Leute da sind, die einen mögen, die einen stützen, die einen vielleicht sogar bewundern und die etwas machen, von dem man weiß, dass es nachher valabel sein wird, dass man daraus einen schönen Film machen kann, der ankommt und so weiter. Also, ich habe ja 10 Jahre lang als Rundfunkreporter allein gearbeitet, das ist das Furchtbarste auf der Welt, ganz alleine da auf Leute zutreten zu müssen, mit einem Mikrofon in der Hand, wildfremde Menschen und ausfragen zu müssen, ja. Und jetzt hast du ein Team da und eine Vorbereitung und jemand, der diese Leute vielleicht schon kontaktiert hat und so weiter. Das ist alles so wunderbar, dass du ja nur ein Rädchen bist in dieser Maschinerie. Das finde ich dann ganz toll, solange du das Rädchen bist, das den Ton angibt. Sie haben auch mal gesagt, aufgrund Ihres Lebenswegs, der Immigration, sei es zur Isolation, Menschenscheu bei Ihnen gekommen. Und jetzt sagen Sie, das Team gibt einem das Gefühl, nicht allein zu sein. Genau das. Hat das eine mit dem anderen was zu tun? Ja, genau. Das Team oder diese überhaupt, diese ganze Fernseharbeit, löst ja
oder hat mich erlöst vor dieser Isolation. Dafür bin ich ja ewig dankbar. Ich wüsste ja sonst nichts auf der Welt, was mich hätte, wäre ich Schriftsteller geworden oder was weiß ich. Das wäre ja alles nicht so passiert. Und das konnte, außer vielleicht im Theater, konnte ja nur im Fernsehen so passieren. Und mein Gott, was hätte mir denn Besseres passieren können? Ich habe ja mein Leben für verwirkt gehalten, für sinnlos, für zu Ende, noch bevor es begonnen hat. Dachte hier, schon ist es aus, es Warum? Kommt nichts mehr. Ja, das hat eben mit der Emigration zu tun, der ganzen Sinnlosigkeit des ewigen Davonlaufens. Mhm. Und dann diese läppischen Jobs, mit denen man sich jahrelang durchbringen musste. Und dann jahrelang wieder Soldat, einfacher Soldat, nicht wahr? Höher als Korporal habe ich nie gebracht. Und alle diese Dinge, was war man denn? Man war ja nichts, eine Null. Und ich war jetzt schon fast 30 und war noch immer eine Null. Ja, war nichts. Und dann begann diese Sache. Und ich war auf einmal ein Vertreter der Medienwelt. Ja? Haben Sie sich an der Kamera aus dem Sumpf gezogen? Ja, absolut. Erst mit dem Mikrofon und dann aus der Kamera. Mhm. Ja? Genau das und dieses Image, das sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen, kommt bei mir immer wieder vor in meinen Büchern und Artikeln und so weiter. Denn darum, genau darum geht es ja. Self-help, Selbsthilfe. Ja, dass man nur sich selber helfen kann. Wer sich selbst nicht helfen will, dem ist nicht zu helfen. Aber man muss sich selber helfen wollen. Und helfen wollen heißt eben auch sie wandeln, sich verwandeln wollen. Ja? Und das ist dann, darum geht es schon auf dieser Welt. Das heißt aber auch, dass die Kamera und die Kollegen, Hutterer, Kreiter und andere, es ihnen eigentlich ermöglicht haben, auf die Welt zuzugehen? Absolut. Ja, ja. Und also die Liebe, wenn Sie so wollen, zu diesen Teammitgliedern, mit denen man ja manchmal mehr Zeit verbracht hat als mit der eigenen Frau oder den Kindern, ja, das ist wie jede Liebe eine ungeheure Bereicherung und eine Lebensermöglichung. Mit filmischen Mitteln kann man ja jeden Dargestellten im Prinzip auch fertig machen, wenn man das Material einmal hat. Ist das eine permanente Verlockung? Nee, weil ich mir die Leute immer schon danach aussuche, dass ich sie auch bewundern kann. Also jemand fertig zu machen, habe ich nie, diesen Wunsch habe ich nie gehabt. Aber natürlich kann man das ohne Schwierigkeiten. Ja, es gibt ja immer Fragen, die ich mir verbeiße, wo ich mir sage, Mensch, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, du wärst ja unten durch. Ja, aber ich stelle sie nicht. Können Sie uns eine Frage nennen, die Sie mal nicht gestellt haben? Eigentlich habe ich bei Ihren Filmen eher den Eindruck, Sie stellen alle Fragen. Nein, da gibt es immer Fragen, die intimsten Lebensprobleme, also Verhältnis zu den Eltern, Verhältnis zu den Kindern, Verhältnis von Ehepartnern zueinander, das sind wohl die drei entscheidenden. Da muss man wahnsinnig aufpassen. Ja? Man darf nicht in Ehen hereingehen, was man sehr leicht könnte, dem einen Ehepartner erzählen, was der andere eben über ihn gesagt hat oder so. Ja? Also diese familiären Verhältnisse, da passe ich schon sehr auf. Denn da kann man viel, viel zerstören. Wie viel hat Dokumentarfilmen mit Moral zu tun? Nun ja, ich glaube, dass wir alle eine moralische Grenze haben müssen, über die wir nicht hinausgehen. Und das ist eben der Moment, wo man Leben zerstören kann. Ich fühle mich nicht nur aufbauend, sondern habe einen großen zerstörerischen, sadistischen Instinkt in mir. Und den nicht ausgespielt zu haben in meinen Filmen, ist ein Stolz für mich. Ja? Denn ich weiß, dass ich das könnte. Ich weiß, dass ich eigentlich fast jeder kann das, ja, aber niemand kann es so wie wir vor aller Welt. Sie haben die Menschen unterschieden in unterschiedliche Typen. Da gibt es die 3-Minuten-Typen, die 30-Minuten-Typen. Was für ein Typ sind Sie selbst? Naja, ich habe immer gesagt, ich glaube, ich bin ein 8- oder 10-Minuten-Typ oder so, ja. Das heißt, dass man nach so und so vielen Minuten weiß, was dieser Typ ist, worum es bei dem geht, was er zu bringen hat, ja. Und
von da an ist das, was er sagt, doch in viel, nur eine Variation oder eine Wiederholung dessen. Aber das betrifft nicht nur das Gesagte, sondern den Gesamteindruck. Wie lebendig ist der? Was spricht aus den Augen, aus seiner Kopfhaltung, aus seinen Händen und so weiter, ja? Und das weiß man nach 8 oder 10 Minuten. Also in der Essenz kennt man diesen Menschen, soweit man ihn kennen will im Publikum. Ja, das Publikum ist ja nicht, will ja nicht die ganze Lebensgeschichte eines Menschen ausgebreitet haben. Und nachher variiert das da und da, da kommt noch was dazu und so. Aha, so ist das. Aber im Großen und Ganzen, nach 10 Minuten, haben die meisten von uns das, was das Publikum wissen will, bereits rübergebracht. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie in Ihren langen Lebensjahren und der Erfahrung ein paar Minuten zugelegt haben? Ja, vielleicht 5 Minuten. Sie haben auch viele erfolgreiche Menschen getroffen. Was macht denn einen Menschen erfolgreich? Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich selber. Letzten Endes, ja, so viele Dinge, aber doch wohl am meisten die Überzeugtheit des eigenen Erfolges. Aber deswegen ist Amerika so erfolgreich, weil die Leute alle an ihren Erfolg glauben. Und wer nicht daran glaubt, der kann nie erfolgreich werden oder fast nie. Also bei mir war es fast so, dass ich es geworden bin, ohne daran zu glauben. Das ist aber selten. Sind Sie denn zufrieden mit dem Erfolg, den Sie hatten und haben? Nein, natürlich nicht. Aber insoweit, als man sagen kann, ich wäre ein erfolgreicher Mensch, ist das eigentlich entgegen meiner Erwartung passiert. Und entgegen der Erwartung meiner Eltern zum Beispiel, wo mein Vater mir einmal sagte, das, was aus dir geworden ist, ich verstehe es ja nicht. Verstehen Sie es selbst? Auch nicht. Auch nicht. Das hat mit der sprunghaften Entwicklung des Fernsehens in dieser Zeit zu tun. Sie können nichts dafür. Also eigentlich verhältnismäßig wenig. Es könnte heute diese Art von Karriere, die ich gemacht habe, gar nicht mehr stattfinden. Das war typisch, die lief parallel mit dem Beginn und dem Aufbau des Fernsehens. Ich begann, als es nur ein Fernsehprogramm gab, ARD, und ende jetzt mit 30 oder 40, ja. Und heutzutage ist ein solcher Erfolg, wie ich ihn hatte, verhältnismäßig, aber praktisch gar nicht mehr zu schaffen, außer ein Persönlichkeitserfolg wie Gottschalk, wenn man selber auftritt und ein Showman ist oder so. Aber als Filmemacher ist das ja praktisch schon nicht mehr zu schaffen. Das Publikum folgt dem ja gar nicht mehr. Sie hatten Quoten von 50%? Einmal, ja, als es nur einen Sender gab. Ich möchte Ihnen gerne noch ein paar Sätze vorlesen aus Ihrer Selbstbeschreibung. Und Sie fragen, steht das noch so? Wie kommentieren Sie das? Was fällt Ihnen dazu ein? Einen Satz haben Sie geschrieben bei einer Reise durch das Nachkriegseuropa. Und da schreiben Sie, ich weiß noch, dass ich unterwegs besessen fotografierte, was ja Gefühle vermeiden hilft. So ist es. Ich habe auch als wir Dachau befreiten fotografiert. Dazu ist nichts zu sagen. Es ist so. Ich weiß, dass ich ohne diese Filme ein todunglücklicher Mensch wäre. Das stimmt. Oder ich hätte etwas Äquivalentes gefunden, ja, im Theater oder so. Aber das stimmt, ja. Es gab mir die Möglichkeit, mich selbst zu überzeugen, dass mein Leben etwas wert wäre. Nachdem so viele Leute es mir gesagt haben. Man lebt ja auch von dem Echo. Mir scheint es selbstverständlich, dass alles auf der Welt nur gemacht wird, um seinen Urheber zu beglücken. Demgemäß ist der eingestandene Hauptzweck meiner Sendungen, mir Freude zu bereiten. Das ist selbstverständlich. Gandhi wurde danach gefragt und hat genau dasselbe gesagt. Ja? Und ich stelle auch diese Frage, ich habe sie eben jetzt an dem Herrn, mit dem wir einen großen Politiker, mit dem wir den Film drehen, gestellt. Letzten Endes ist das, was Sie machen, doch nur eine Art Selbstbefriedigung. Und er sagte, ja, wenn Sie dieses grobe Wort meinen, so ja. Beim Pariser Journal haben Sie zum Sendungsaufbau geschrieben, vorne gebe ich mich romantisch, hinten zynisch. So entsteht etwas Abgerundetes, das immerhin Menschenähnlichkeit aufweist. Nicht schlecht. Das war damals wahrscheinlich so. So einfach ist jetzt nicht mehr. Jetzt muss man mehr bringen. Ja, mehr von sich einbringen. Einbringen. Wie haben Sie denn das Alter und die vielen Personenbeschreibungen verändert? Ich bin mit jeder Person, die ich mir einverleibt habe, gewachsen. Wie viel Geheimnis bleibt denn einem Menschen, den Sie porträtieren?
Auch noch immer 100%, 99%. Das menschliche Geheimnis ist ja unergründlich. Herr Troller, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen, Troller. Ja, prima. Okay, wunderbar. Ja, war schön. Ja, Sie machen jetzt noch ein paar Einstellungen ringsherum. Wir wollten noch eine Riesentotale machen. So viele Zitate, die ich längst vergessen habe. Ja. Wir werden aber damit konfrontiert werden. Aber zum Teil nicht so blöd. Nö. Nur war ich überrascht, dass ich das seinerzeit gesagt habe. Habe ich das gesagt? Ja, auch nicht blöd. Das ist, ja, das stimmt. Ich werde oft angesprochen von Leuten, die sagen, woher, sogar meine eigene Tochter, ist da schon, meine ältere Tochter ist dann erstaunt, wieso ich das alles weiß und mitgemacht habe und erlebt habe. Weil das stimmt, das Leben, die sich nicht helfen, ja, dass man nur sich selber helfen kann. Wer sich selbst nicht helfen will, dem ist nicht zu helfen. Aber man muss sich selber helfen wollen. Und helfen wollen heißt eben auch sie wandeln, sich verwandeln wollen. Ja? Und das ist dann, darum geht es schon auf dieser Welt. Das heißt aber auch, dass die Kamera und die Kollegen, Hutterer, Kreiter und andere, es ihnen eigentlich ermöglicht haben, auf die Welt zuzugehen? Absolut. Ja, ja. Und die Liebe, wenn Sie so wollen, zu diesen Teammitgliedern, mit denen man ja manchmal mehr Zeit verbracht hat als mit der eigenen Frau oder den Kindern, ja, das ist wie jede Liebe eine ungeheure Bereicherung und eine Lebensermöglichung. Mit filmischen Mitteln kann man ja jeden Dargestellten im Prinzip auch fertig machen, wenn man das Material einmal hat. Ist das eine permanente Verlockung? Nee, weil ich mir die Leute immer schon danach aussuche, dass ich sie auch bewundern kann. Also jemand fertig zu machen, habe ich nie, diesen Wunsch habe ich nie gehabt. Aber natürlich kann man das ohne Schwierigkeiten. Ja, es gibt ja immer Fragen, die ich mir verbeiße, wo ich mir sage, Mensch, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, du wärst ja unten durch. Ja, aber ich stelle sie nicht. Können Sie uns eine Frage nennen, die Sie mal nicht gestellt haben? Eigentlich habe ich bei Ihren Filmen eher den Eindruck, Sie stellen alle Fragen. Nein, da gibt es immer Fragen, die intimsten Lebensprobleme, also Verhältnis zu den Eltern, Verhältnis zu den Kindern, Verhältnis von Ehepartnern zueinander, das sind wohl die drei entscheidenden. Da muss man wahnsinnig aufpassen. Ja? Man darf nicht in Ehen hereingehen, was man sehr leicht könnte, dem einen Ehepartner erzählen, was der andere eben über ihn gesagt hat oder so. Ja? Also diese familiären Verhältnisse, da passe ich schon sehr auf. Denn da kann man viel, viel zerstören. Wie viel hat Dokumentarfilmen mit Moral zu tun? Nun ja, ich glaube, dass wir alle eine moralische Grenze haben müssen, über die wir nicht hinausgehen. Und das ist eben der Moment, wo man Leben zerstören kann. Ich fühle mich nicht nur aufbauend, sondern habe einen großen zerstörerischen, sadistischen Instinkt in mir. Und den nicht ausgespielt zu haben in meinen Filmen, ist ein Stolz für mich. Ja? Denn ich weiß, dass ich das könnte. Ich weiß, dass eigentlich fast jeder kann das. Ja? Aber niemand kann es so wie wir vor aller Welt. Dem Kameramann Karl-Franz Hutterer, der Kötterin Elfi Kreiter, einige andere waren auch dabei, aber die beiden, mit denen haben Sie hauptsächlich zusammengearbeitet. Was bedeutet Ihnen denn das Teamwork, das Team beim Filmemachen? Das ist überhaupt das Schönste an der ganzen Sache. War für mich immer das Schönste. Nicht allein stehen zu müssen, auch weil man ja nie den Mut hat, diese Fragen zu stellen, wenn man nicht das Team hinter sich weiß. Aber auch, dass man nicht verlassen ist, nicht Gott verlassen ist auf dieser Welt. Sondern dass da andere Leute da sind, die einen mögen, die einen stützen, die einen vielleicht sogar bewundern und die etwas machen, von dem man weiß, dass es nachher valabel sein wird, dass man daraus einen schönen Film machen kann, der ankommt und so weiter. Also
Ich habe ja 10 Jahre lang als Rundfunkreporter allein gearbeitet. Das ist das Furchtbarste auf der Welt, ganz alleine da auf Leute zutreten zu müssen, mit einem Mikrofon in der Hand wildfremde Menschen und ausfragen zu müssen. Ja? Und jetzt hast du ein Team da und eine Vorbereitung und jemand, der diese Leute vielleicht schon kontaktiert hat und so weiter. Das ist alles so wunderbar, dass du ja nur ein Rädchen bist in dieser Maschinerie. Das finde ich dann ganz toll, solange du das Rädchen bist, das den Ton angibt. Sie haben auch mal gesagt, aufgrund Ihres Lebenswegs, der Immigration, sei es zur Isolation, menschenscheu bei Ihnen gekommen. Und jetzt sagen Sie, das Team gibt einem das Gefühl, nicht allein zu sein. Genau das. Genau. Hat das, eine mit dem anderen was zu tun? Ja, genau. Das Team oder diese ganze Fernseharbeit erlöst ja, oder hat mich erlöst vor dieser Isolation. Dafür bin ich ja ewig dankbar. Ich wüsste ja sonst nichts auf der Welt, was mich hätte, wäre ich Schriftsteller geworden oder was weiß ich. Das wäre ja alles nicht so passiert. Und das konnte, außer vielleicht im Theater, konnte ja nur im Fernsehen so passieren. Und mein Gott, was hätte mir denn Besseres passieren können? Ich habe ja mein Leben für verwirkt gehalten, für sinnlos, für zu Ende, noch bevor es begonnen hat. Dachte ich ja, schon ist es aus, es kommt nichts mehr. Ja, das hat eben mit der Emigration zu tun, der ganzen Sinnlosigkeit des ewigen Davonlaufens. Mhm. Und dann diese läppischen Jobs, mit denen man sich jahrelang durchbringen musste. Und dann jahrelang wieder Soldat, einfacher Soldat, nicht wahr? Höher als Korporal habe ich nie gebracht. Und alle diese Dinge, was war man denn? Man war ja nichts, eine Null. Und ich war jetzt schon fast 30 und war noch immer eine Null. Ja, war nichts. Und dann begann diese Sache. Und ich war auf einmal ein Vertreter der Medienwelt. Ja? Haben Sie sich an der Kamera aus dem Sumpf gezogen? Ja, absolut. Erst gibt man Mikrofon und dann... Das Journal. Dann vielfach preisgekrönter Dokumentarist für das ZDF. Bis heute. Über 100 Filme. Fast immer Porträts. Du bist traurig. Über sich selbst sagt Troller, er sehe überall aus wie ein Ausländer. Er, der Österreicher aus jüdischer Familie, der einen amerikanischen Pass besitzt, in Paris wohnt und sich dem deutschen Kulturraum zugehörig fühlt. Auch mit weit über 70 Jahren porträtiert er immer noch Menschen. Begegnung im Knast. Welche Wirkung kann so ein Film haben? Ach, ich glaube nicht an so eine besondere Wirkung unserer Filme. Ich glaube, dass man immer ein, zwei Menschen beeinflussen kann, in Richtung Verständnis oder Menschlichkeit oder Toleranz oder so, ja, aber im Großen und Ganzen, vor allem in unserer Zeit des Massenangebotes, sind Wirkungen von Filmen doch sehr gering. Aber ich glaube, ein Verständnis zu kriegen für die Motivationen von Strafgefangenen, nämlich, dass eigentlich jeder von uns auf diese oder jene Art da landen könnte, das scheint mir wichtig zu sein. Um es noch ein bisschen zuzuspitzen, die Mörder wollen ja eigentlich so ein bisschen Unglück in der Welt verhindern. Kann man denn etwas machen gegen das Unglück in der Welt mit den Filmen oder ist es im Prinzip im tiefsten sinnlos, wenn man... Man muss daran glauben und ich kriege ja doch eine Menge Briefe und bekam früher viel mehr, wo Leute mir sagten, dass dieser Film sie besonders angesprochen hätte oder gar ihr Leben verändert hätte und so. Und ich glaube schon, dass das möglich ist, bei gewissen Individuen, die eine innerliche Bereitschaft zu dieser inneren Veränderung haben. Und darum geht es ja in unseren Filmen. Die Fähigkeit, sich zu verändern und zuzulernen, etwas Neues zu begreifen auf der Welt. Und dazu sind solche Filme gut. Und wenn solch ein Film bei 5 oder 10 Menschen etwas bewirkt hat, ist das ungefähr das meiste, was man erreichen kann. Und im Übrigen rauscht das vorüber. Sie haben viel zusammengearbeitet, immer mit denselben Leuten, dem Kameramann Karl-Franz Hutterer, der Kötterin Elfi Kreiter, einige andere waren auch dabei, aber die beiden, mit denen haben Sie hauptsächlich zusammengearbeitet. Was bedeutet Ihnen denn das Teamwork, das Team beim Filmemachen? Das ist überhaupt das Schönste an der ganzen Sache. War für mich immer das Schönste. Nicht allein stehen zu müssen,
Auch weil man ja nie den Mut hat, diese Fragen zu stellen, wenn man nicht das Team hinter sich weiß. Aber auch, dass man nicht verlassen ist, nicht Gott verlassen ist auf dieser Welt. Sondern dass da andere Leute da sind, die einen mögen, die einen... Nee, weil ich mir die Leute immer schon danach aussuche, dass ich sie auch bewundern kann. Also jemand fertig zu machen, habe ich nie, diesen Wunsch habe ich nie gehabt. Aber natürlich kann man das ohne Schwierigkeiten. Ja, es gibt ja immer Fragen, die ich mir verbeiße, wo ich mir sage, Mensch, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, du wärst ja unten durch. Ja, aber ich stelle sie nicht. Können Sie uns eine Frage nennen, die Sie mal nicht gestellt haben? Eigentlich habe ich bei Ihren Filmen eher den Eindruck, Sie stellen alle Fragen. Nein, da gibt es immer Fragen, die intimsten Lebensprobleme, also Verhältnis zu den Eltern, Verhältnis zu den Kindern, Verhältnis von Ehepartnern zueinander, das sind wohl die drei entscheidenden. Da muss man wahnsinnig aufpassen. Ja? Man darf nicht in Ehen hereingehen, was man sehr leicht könnte, dem einen Ehepartner erzählen, was der andere eben über ihn gesagt hat oder so. Ja? Also diese familiären Verhältnisse, da passe ich schon sehr auf. Denn da kann man viel, viel zerstören. Wie viel hat Dokumentarfilmen mit Moral zu tun? Nun ja, ich glaube, dass wir alle eine moralische Grenze haben müssen, über die wir nicht hinausgehen. Und das ist eben der Moment, wo man Leben zerstören kann. Ich fühle mich nicht nur aufbauend, sondern habe einen großen zerstörerischen, sadistischen Instinkt in mir. Und den nicht ausgespielt zu haben in meinen Filmen, ist ein Stolz für mich. Ja? Denn ich weiß, dass ich das könnte. Ich weiß, dass ich, eigentlich fast jeder kann das. Ja? Aber niemand kann es so wie wir vor aller Welt. Sie haben die Menschen unterschieden in unterschiedliche Typen. Da gibt es die 3-Minuten-Typen, die 30-Minuten-Typen. Was für ein Typ sind Sie selbst? Naja, ich habe immer gesagt, ich glaube, ich bin ein 8- oder 10-Minuten-Typ oder so, ja. Das heißt, dass man nach so und so vielen Minuten weiß, was dieser Typ ist, worum es bei dem geht, was er zu bringen hat, ja. Und von da an ist das, was er sagt, doch in viel, nur eine Variation oder eine Wiederholung dessen. Aber das betrifft nicht nur das Gesagte, sondern den Gesamteindruck. Wie lebendig ist der? Was spricht aus den Augen, aus seiner Kopfhaltung, aus seinen Händen und so weiter, ja? Und das weiß man nach 8 oder 10 Minuten. Also in der Essenz kennt man diesen Menschen, soweit man ihn kennen will im Publikum. Ja? Das Publikum ist ja nicht, will ja nicht die ganze Lebensgeschichte eines Menschen ausgebreitet haben. Und nachher variiert das da und da.